Die erste gute Chance, der Schalke. Bielefelds Trainer Roggensack musste sein Mittelfeld umbauen, nachdem Borchers sich einen Bänderriss zuzog, ereilte auch Schröder die gleiche Verletzung am letzten Samstag im Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Die Schalker. Schatzschneider holt sich den Ball aus der eigenen Hälfte. Doppelpassspiel mit Ton und dann diese Schwäche im Abschluss. Nach 20 Spielminuten dann die erste Chance der Bielefelder Arminia. Der sehr agile Reich prüft Junghans. Und der Schalker Torwart zeigt heute eine sehr gute Leistung, auch beim Herauslaufen, was ja sonst seine Schwäche ist. Die 18.000 Zuschauer im Gelsenkirchener Parkstadion sahen auch in der Folgezeit eine dominierende Schalker Elf. Bielefeld mit viel Schwächen im Spielaufbau. Ecke von Ton kurz gespielt auf Diersen und wieder der Schalker Jungnationalspieler. Und seine Flanke kommt zu Stichler, völlig ungedeckt, das 1:0, 23 Minuten gespielt in Gelsenkirchen. Ja, das Bielefelder Mittelfeld enttäuschte. Kühlhorn, Foda und auch Rautjain waren nicht in der Lage, das Spiel zu lenken. Das ist Dietz, der Schalker Mannschaftskapitän. Er wurde gestern 37 Jahre alt. Und Jakobs. Eine gute Chance, den Vorsprung auszubauen. Die Bielefelder. Das ist Kühlhorn auf Rautjain. Und der bedient Thomas Helmer, der neu in die Mannschaft kam. Der junge Mann, 19 Jahre alt, sein erstes Bundesligaspiel. Wird hier gefoult von Kruse. Und die Bielefelder bekommen einen Freistoß zugesprungen. Reich. Knapp daneben. Halbzeit in Gelsenkirchen, ein verdienter 1:0 Vorsprung für die Gelsenkirchen. Und unmittelbar nach der Pause Dieter Schatzschneider allein vor Kneipp. Bielefeld öffnete jetzt die Abwehr, bot den Königsblauen dadurch aber immer mehr Raum für Konterangriffe. Ein langer Balllaufton und der setzt sich hier durch. 2:0, 56. Spielminute. Bielefelds Trainer Roggensack zog Konsequenzen aus der miserablen Leistung seiner Mittelfeldreihe, brachte mit Westerwinter und Pater für Foda und für Kühlhorn zwei neue Spieler. Ja, und für kurze Zeit später hatte man dann auch den Eindruck, als ob die Bielefelder Elf jetzt gewillt war, sich gegen die Niederlage aufzubäumen. Das ist Westerwinter, der neu eingewechselte Mann. Und sein Pass wird gleich zum Mittelstürmer Reich kommen, der mit einer herrlichen Körperdrehung die Schalker Mannschaft aussteigen lässt. Und Junghans. Dann wieder eine Ecke. Ton, kurz gespielt auf Diersen. Schatzschneider und Kneipp. Ja, die Schalker hatten jetzt Chancen, ihren Vorsprung auszubauen. Und auch Dieter Entferner am Rand, der sagte sicherlich seinen Leuten weiter offensiv sein. Büscher ist das hier. Sicher, wie er Junghans den Ball abwehrt. Hartmann, der ehemalige Kölner, holt sich den Ball aus der eigenen Hälfte. Diersen wieder auf Hartmann im Zweikampf jetzt mit dem eingewechselten Stefan Pater. Und spielt ihn leichtfüßig. In der Mitte löst sich Schatzschneider von seinem Gegenspieler. Hat kein Problem, das 3:0 zu erzielen. Das war auch die Entscheidung in Gelsenkirchen. 3:0 der Endstand. Ein verdienter Sieg der Königsblauen gegen eine enttäuschende Bielefelder Arminia.